Ich war gestern betrunken. Ich glaube, ich habe geweint. Habe ich geweint? Du hast fast geweint. Ich habe fast geweint. Ja, aber das schneiden wir raus. Und unser vierter Mitglied ist da. Viola. Sag mal die Beine an. I'm afraid in my way. I'm afraid in my way to those. I'm afraid in my soul. I'm afraid in my way. Guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Es ist 10 Uhr oder fast 11 Uhr. Die Sonne scheint heute hier in Diedorf. Und gestern war es auf jeden Fall wild. Geendet hat es mit einer Party, wo ich euch natürlich nicht mitgenommen habe, weil ich Angst um meine Kamera hatte. Aber es war sehr cool auf jeden Fall mit meinen lieben Kollegen Paul und meiner Freundin sind wir da zu dritt in Sawater gegangen. Alle, die Sawater kennen, gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Und jetzt gehen wir gleich zum Bäcker, warten noch auf den lieben Herr Gnot, der dann hier joint. Und dann machen wir heute den Chili Day mit Gnot und Viola und seiner Freundin. Checken heute nochmal Karlsplatz aus. Und dann auch tatsächlich zu John, darauf freue ich mich auch. Und der hat ja jetzt gerade so einen Stand, wo der Bangbaus vertickt. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben es schon oft gesagt gestern, die Cam, aber wir hatten krass Gänsehaut bekommen. Es war super unangenehm, es war einfach richtig geil geplant und einfach auch richtig geil umgesetzt. Bro, Jonathan Gnot, mein Respekt, Bro. Richtig geil gemacht. Wir sehen uns später, Guys. Peace. Also der liebe Herr hat es jetzt endlich geschafft anzukommen. Hier ist unser Mann, der Star von gestern mit seiner geilsten Show. Wirklich, nochmal Applaus bearbeiten wir jetzt hier rein. Bang Bao wird jetzt gegessen. Bang Bao. Swaggy. Ja, Panorama. So Leute, also belästigt uns jetzt nicht mehr weiter. Wir machen jetzt erstmal in die Stadt und wir sehen uns. Du kannst fahren, Bro. Ja, aber jetzt brauchst du auch nicht hier losfahren. Ja, du hast ein Bike, soll fahren. Ja, aber da... So eine Scheiße. Boah. Easy jetzt, kannst du. Ja Leute, in der Stadt angekommen, zum Glück nicht mit einem dreckigen Wetter, sondern mit einem halbwegs humanen Wetter, gehen wir jetzt zu... Ey, gehen wir zuerst zu John oder wie ist das jetzt genau? Oder laufen wir erstmal ein bisschen rum? Dann gehen wir jetzt anscheinend jetzt gleich zu John, Ladies and Gentlemen. Ja, sind gespannt auf jeden Fall auf den Laden oder beziehungsweise auf den, auf diesen süßen Imbiss, auf den Stand. Ja, die Bangbaus, die Bangsens. Guck mal hier, Guys. Geil, Mann. So lange nicht mehr da gewesen. Wo ist denn John überhaupt? Normal, Alter. Hi, da. Servus. Es gibt keinen Tag, wo er nicht da ist. Wie soll das auch mal? Hallo. Aber jetzt kannst du ihm nochmal. Even though I swear that I never let you fall alone and breaking. So frech wie immer, dieser Typ, Alter. Okay, I thought it was your favorite, thought it was your favorite. But no, yeah, we do not speak the same language, speak the same language. Baby, what you gonna lie? Can read it out, that's right, oh yeah, you murdered my life. Yeah, everything I did. Bro, waren wir mal Isar-Tor? Oder Isar da am Fluss? Ja, waren wir gar nicht, Alter. Ja, klar, wir sind auf dieser Brücke entlang gelaufen. Ja, aber wir sind nicht runtergegangen und haben gechillt und Bier gesoffen. Nee, es war ja auch immer kalt, wenn ich in München war. Stimmt. Gehören. Und zwar zu der Ausstellung. Einfach aus Nägeln, ey. Jetzt, wo man es mal richtig betrachtet, wie cool das einfach ist. Jetzt sieht man das mal richtig. Ich würde gerne einen Softdrink trinken, Bro, wenn irgendwas da ist. Oder gibt es echt nur Red Bull? Gibt es keine Orangen am Boden? Ja, komm. Nee, da ist nichts mehr drin, lass es. Guck mal hier, Alter. Vom Artist zum Barkeeper jetzt hier geworden. Danke Ihnen. Cheers. Also Kinder, es macht das nicht nach. I'm fine. Talk too much, don't cry. Keep the distance until I caught you away. So guys, wir waren jetzt ganz kurz beim japanischen Garten. Leider habe ich meine Kamera vergessen und deswegen konnte ich leider nicht aufnehmen. Aber
Wir gehen jetzt anscheinend vielleicht spontan in den Aquazoo. Und da nehme ich euch auf jeden Fall mit. Bin extra zum Auto gelaufen, um einfach nochmal die Kamera zu holen. Können wir halbe Stunde Ticket holen oder wie ist das genau? Wir haben jetzt schon. Guck mal hier. Hallo? Hallo? Ich war auch lange nicht mehr in sowas wie hier. So ein Museum oder beziehungsweise Sea Life Aquarium kennt ihr sicherlich, oder? Schon echt geil. Oh, yeah. Only fucking club, my music got you, babe. Bitches hit my shit, the shit is cold like a blizzard. All the shit by SSD and O, so the wizards. Bang this hoe, fuck the bass, yeah. Her eyes be turning back, she looking for her brain, yeah. Hey. Marble rolling time, she real like satisfied. After flicker, flicker, flick, yeah, oh. Shorty mesmerized, and now she hypnotized. Where I flicker, flicker, flick, yeah, oh. Oh, what a song, just let your emotions loose. Cover your back, you can lean back on this cruise. Lifting up your inner self, you know I got my dogs. I can't give a fuck because I live by my dreams, dog. Embrace the dive. Aber das war ein kurzer Einblick ins Aquazoo. Hey! Let me come back. Ja, Leute, wir sind gerade in so einem schönen Café, das heißt Wunderhaus. Und das sieht echt cute aus, muss ich sagen. Wunderlich. Wunderbar und wunderlich. Wunderlich. Ja. Jo, Leute, wir sind jetzt fertig mit Essen. Und ich habe einfach vergessen zu filmen, was wir hatten. Salome hatte Bananenbrot gehabt. Kirschstreusel gehabt. Viola auch. Und Jonathan auch. Nach einer kurzen Pause machen wir uns jetzt auf den Weg zum Superrestaurant, was unser Herr hier vorgeschlagen hat. Wir sind jetzt angekommen. Sieht richtig fresh aus auf jeden Fall. Geht mal eine kurze Runde. Wein bestellt, ist viel los. Sehr, sehr gut. Sogar zum Kitestellen. Krass, Alter. Aber ich meine, wenn der Mann uns hier zu einem Restaurant führt, wo wir jetzt 170 ausgeben, auf jeden Fall muss ja schon alles nobel sein. Pro Person, richtig. No option, she don't care about this baby, okay. Wie war das Wochenende bis jetzt? Wie waren die Tage? Das Wochenende ist geil gewesen auf jeden Fall und die Show ist auch super gewesen. Dass wir beide mal jetzt Düsseldorf waren zusammen, schon echt geil, Buddy. Und wie gesagt halt, wir sind froh, dass wir uns alle gesehen haben und ich glaube, morgen wird es ja auch noch mal cooler, weil so viele dann auf einmal kommen, also halt zum Frühstücken. Yeah, I see good so heartless, she is so heartless, she is so, so. Ja, wir sind jetzt fertig mit dem Essen, es war super. Eine super Empfehlung auf jeden Fall. Guck mal, die zwei Süßen hier, die beiden. Jonathan and Vio. Einfach Baby Gin Tonic an den Ohren hängen. So Leute, wir sind jetzt hier am letzten Tag angekommen. Und heute treffen wir noch mal ein paar Special Guests. Und natürlich genießen wir heute noch den Tag mit Jonathan West. Zeig mal dein Outfit, Bro. Dreh dich mal ganz kurz um. Boah, Leute, rate das Ding, Alter, von 1 bis 10, Junge, ich schwöre. Ja, und jetzt ratet mal das Outfit meiner Freundin hier. Guck mal, wie cute. Ja, jetzt ratet den Penner, gell? Jetzt ratet den Penner. So, wir sind jetzt in der Dritan. Das war unser Ritual-Eis-Kaffee. Und da seht ihr auch gerade, dass es ends voll ist, Alter. Und dann müsst ihr halt ein bisschen länger stehen, wie wir. Wir sind jetzt angekommen, haben auch einen Platz bekommen. Wir warten jetzt auch noch auf den letzten Mann, Jenna. Wow. Und ich habe das erste Mal Club-Sandwich bestellt wegen dem Dude hier. Endlich meine Sis und ihr Freund. Und holt er sich wieder versteckt von der Kamera. Oh, what's up? Guck mal, wir haben heute hier einen ganz berühmten Unification. Wie geht's dir denn so? Ja, servus, alles gut bei dir, mein Junge. Wie geht's dir denn? Ich möchte nur mal sagen, wir verlinken den YouTube-Channel nochmal von Ihnen und checken nochmal gerne die Reactions von dem Jungen ab. Ja, der Kanal ist zwar down, aber ihr könnt trotzdem nochmal, könnt ihr mich suchen, Unification.
und ein Abo dalassen. Ja, gerne. Du hattest aber noch zwei Channels. Und hier die Reaction. Der gute Jonathan hat uns jetzt hergebracht. Wir stehen hier mit unserem Gepäck, aber gehen jetzt auch gleich wieder rein. Ist auch gar nicht windig hier oder so? Es ist total warm eigentlich. Es ist gar nicht windig, aber wir machen jetzt erstmal die Abmod. Natürlich geben wir die Abmod an unseren Special Guest immer, wie immer. Und zwar Jonathan Gnoth. Was sagt man bei der Abmod? Also like und subscribe. Und okay, also Leute, like und subscribe. Du musst das Mic schon nehmen, aber schreib bitte nicht rein. Okay. Ja, also so, also like und subscribe, Like-Button ist hier unten, unbedingt liken, Glocke an, das ist ganz wichtig und auf jeden Fall abonnieren den Kanal, war mega cool. Nächstes Mal lade ich komplette Community ein, wird krank.